Grüß euch, dies wird ein Mabacher Quickie. Ich bin nämlich bei der Nacht der Vielfalt von der Wirtschaftskammer Wien. Die veranstaltet das und jetzt bin ich das erste Mal überhaupt am Dach des Hauses des Meeres und die Aussicht ist Hammer. Ich werde dann noch eine Busreise machen, völlig barrierefrei, laut Programm, nach Gugging und mir dort Kunst anschauen. Auch alles mit inklusiven Charakter. Jetzt gibt es Punsch und Kekse und großes Kibabo. Mal schauen, was das wird und wie es wird. Und nur als so kleiner Nebending, das wird das erste Video, das ich rein mit dem OnePlus One filme. Also, bin gespannt, wie es wird. Mabache TV. Jetzt beginnt die Busreise. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich in den Bus einsteige. Es ist wirklich ein barrierefreier Bus. Wir sind mit Gugging angekommen, die erste Busfahrt war erfolgreich. Jetzt werde ich aufgefahren und ich bin der Erste, der rausfährt. Die Führung war lang, aber doch interessant. Die Zeichnungen waren irre. Ich habe mich total gefühlt wie früher im Altenhof, in der Behinderteneinrichtung, in der ich gelebt habe, mit den ganzen Behindertenwerkstätten, wo alle gezeichnet haben. Es sieht gleich aus. Okay, aber mir wurde gesagt, von künstlerisch versierten Menschen, dass die künstlerische Qualität eine völlig andere ist als bei diesen Zeichnungen in der Behindertenwerkstatt. Das ist ein Gesicht mit einem Mandel, das ganz bunt angemalt ist. Ich gebe schon zu, manche Sachen sind ziemlich cool. Aber trotzdem, Art Brut, schräge Sachen. Aber jetzt fahren wir heim. Kommt mit. Hier ist die Tür, wo der Lift sich drunter versteckt, wo man als Rollstuhlfahrer einsteigen kann. Bei so einem großen Bus eigentlich total easy vom Platz her einzubauen. Schade, dass es nicht mehr gibt. Ja, ich dachte, ich darf da rein. Also, ich habe gerade in der Langstellung gesagt, haben wir dann wieder rein. Und das war dann echt so ein bisschen zu. Ja, ich hab's geschafft. Mein Kulturprogramm für heute ist vorbei. Ich war im Gugging-Museum. Ihr wart dabei. Ich habe einen echten, barrierefreien Reisebus erklommen, bin mit ihm gefahren. Und er hat mich wieder lebendig, gesund und absolut barrierefrei ausgespuckt. Es war wirklich eine barrierefreie Abendveranstaltung. Die WKO hat sich bemüht und war erfolgreich. Das Museum war schräg, aber interessant. Und ja, das war jetzt auch
das erste Mal, dass ich mit dem OnePlus One durchgehend einen Abend gefilmt habe. Über den Akku brauchen wir reden, weil die weiß immer noch über 70%. Yeah, bitches! Zeigt mein iPhone, dass das kann. Und Bildqualität wird jetzt dann in Final Cut entschieden, wie das ausschaut. Aber ich bin gespannt und ich glaube, der Versuch war erfolgreich. Der Ton wird nur interessant, wie der wirklich ist. Und aber ihr werdet es eh trotzdem, ihr habt es jetzt gesehen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist spät, ich bin hin. Gute Nacht, abonnieren nicht vergessen. Danke sehr, auf Wiedersehen.